Wir sehen uns heute genauer die ganzen Sommer-Events 2018 an und außerdem Mev, du fast gefangen, Fragezeichen, Rufzeichen, Dampfgewand und wenig Pokémon Go. Ja, wenn ich das Video hochlade, werde ich vermutlich genau jetzt im Schweizer Garten rumstehen und auf Mewtwo warten, beziehungsweise schon kämpfen oder vielleicht sogar fertig sein, je nachdem, wie schnell PewDiePie das Video schneiden kann. Ich habe nämlich für heute, für den 8. Mai 2018, meine nächste Mewtwo-Einladung erhalten. War heute Vormittag schon dort, dachte mir, Sonne scheint. Gehe ich mal da kurz joggen hin und sehe mir mal die Arena an. Vielleicht kann man sich ja reinsetzen. Und ich sitze jetzt noch immer drin. Also mal schauen, ob sich das halten wird. Einer aus der Storm-Gruppe, die Wiener wissen Bescheid, ist eine, ich glaube, fast nur Level 40er, gelbe Team Instinct-Gruppe. Der ist jetzt auch schon drin, vielleicht hat er auch eine Einladung und füttert fleißig immer das, mal schauen, ich meine die paar Bälle, das tut nichts zur Sache, aber genau, gestern hat Niantic die Bombe platzen lassen und alles angekündigt, was jetzt im Sommer anstehen wird. GoFest, Safari-Zone Dortmund, Events in Asien. Ich will hier mal eine kurze Zusammenfassung geben für alle, die das nicht so ganz mitbekommen haben und dann noch einige Details erläutern bezüglich Ticket, ja, nein, wo, wann, wie, wo, was, warum und so weiter und so fort. Also, in Dortmund, das dürfte für die meisten meiner Zuseher am interessantesten sein, da wird zwei Tage lang, nämlich Samstag, Sonntag, 30. Juni, 1. Juli, genauso wie ich das gestern mit Zapdos, Arctos, Lavados beziehungsweise Lavados, Zapdos, Arctos, so in dieser Reihenfolge, wie ich diese Theorie wiedergegeben habe. Genauso hat es gepasst. 1. Juli, da geht's los mit der Safari-Zone. Auf jeden Fall in Dortmund, zwei Tage lang. Und zwar nicht in einem Einkaufszentrum, sondern im Westfalenpark. Zu dem werde ich gleich noch was sagen. Dann wird das GoFest 2.0 wieder in Chicago stattfinden. Und zwar am 14. und 15. Juli. Aber Achtung, ich sag's jetzt gleich schon kurz dazu. Man kann jeweils nur einen Tag. Und bei der Safari-Zone kann man beide Tage. Und in Asien wird vermutlich für die meisten uninteressant sein. Aber da wird es auch wieder etwas Spannendes geben. Nämlich in Yokosuka in Japan und weitere andere tolle Events in Asien, die aber noch nicht wirklich feststehen. Ja, und die nächsten Community Days wurden angekündigt. 16. Juni. 8. Juli. So, gehen wir es jetzt mal der Reihe nach durch. Ich fange mit dem Spannendsten an. Im Hintergrund übrigens ein bisschen Kampf-Events, Gameplay wieder, was gefangen etc. Ein paar Quests erledigt. Vorrangig die Quests, wo man auch Pokémon-Belohnungen erhält, weil auf die bin ich momentan besonders heiß. Ich will da ein schönes Video machen, wo ich ganz viele und vielleicht ist dann Hunderter dabei, was mich sehr freuen würde. Also, in Dortmund die Safari-Zone. Zwei Tage lang. So sieht der Westfalenpark aus. Habe ich mir mal angesehen. Übrigens, 9,5 Stunden circa mit dem Auto von Wien nach Dortmund. Ja, moin. Und im Vergleich, im selben Maßstab, jetzt mal der Stadtpark, so dass man das mal sieht. Und im Stadtpark gab es auch schon Events. Da war der Park bis zum Rand gefüllt. Also Events von T-Mobile etc. Natürlich nicht so was Krasses wie eine Safari-Zone. Und ich weiß nicht, wenn ich das vergleiche, ich denke mal, man könnte dreimal den Stadtpark da reinquetschen. So in etwa von der Fläche her. Und ist schon ziemlich mächtig. Ich persönlich war noch nie dort. Und in Dortmund. Schlechte Wortwitze vielleicht später mal. Aber genau. Hier soll die Safari-Zone stattfinden. Aber die Pokémon sollen nicht nur dort auftauchen im Westfalenpark. Sondern in, ich will jetzt nicht übertreiben, aber in ganz Dortmund. So liest sich das zumindest. Und die gute Nachricht, man benötigt kein Ticket für die Safari-Zone. Das war ja in den Safari-Zonen, wo ich anwesend war, etwas anders. Also zum Beispiel in Oberhausen und so weiter, da konnten nur die Leute mit einem Ticket in den Genuss kommen von diesen ganzen seltenen Pokémon in den Unibail Malls. Die Tickets waren zwar kostenlos, gratis, aber nicht umsonst. Und sie waren aber limitiert, das heißt nicht jeder konnte da teilnehmen. Das mussten sie limitieren, um, wie soll ich sagen, das war in einer geschlossenen Mall, in einem Einkaufszentrum und da darf man nun mal nicht 20.000 Leute reinlassen und deshalb konnten die nur so und so viele Tickets vergeben. Aber so ein riesiger Park, wenn sich da alles aufteilt, das stelle ich mir schon etwas interessanter vor.
Was ich extrem lustig finde gerade, oh Mann, wie Pokémon Go oder wie manche Dinge die Welt beeinflussen können. Ich habe gerade Google Maps offen. Moment, da muss ich gleich einen Screenshot machen, nicht, dass das wieder weg ist. Da steht Stoßzeiten. Dienstag, aktuell mehr Besucher als gewöhnlich. Da gibt es so ein Tool von Google und die messen, wie viele Besucher sozusagen gerade im Park sind. Und ein Teil des Algorithmus misst auch, wie viele Leute einfach gerade sich, so wie ich, den Westfalenpark auf der Karte ansehen. Und ich glaube stark, dass nicht gerade so extrem viel mehr Leute dort sind, sondern dass einfach jetzt wegen hier Niantic und Pokémon Go ganz viele Leute nach diesem Park suchen, um sich den mal im Internet anzusehen. Finde ich extrem kurios, aber gut. Das ist der Park und dort findet er statt. Da können unendlich viele Leute rein und man sieht jedes Seltene, auch ohne Ticket, aber vorrangig im Park bzw. in Dortmund. Es soll wohl auch immer bei allen Events, die es so gibt, auch vielleicht beim GoFest, soll es wohl weltweit was zu tun geben. Aber die Musik wird sich vermutlich vor Ort abspielen. Alles, was ich hier übrigens sage, ist dem FAQ entnommen auf der offiziellen Safari-Zonen-Website für Dortmund. Also das rate oder vermute ich hier nicht, außer das mit den Pokémon, dass die... Ich kann nicht sagen, wie selten die im Park sind und außerhalb, ob es da einen großen Unterschied gibt. Aber genau, gratis, man muss sich nirgendwo anmelden. Das Einzige, was man machen muss, ist jetzt schon eine Unterkunft buchen, vermutlich. So, wie groß ist der Westfalenpark? Mit einer Fläche von 70 Hektar, einer der größten innerstädtischen Parks in Europa. Krasse Sache. Okay, und dann mal ganz kurz, bevor ich noch was anderes labere. Zum GoFest 2.0, wieder in Chicago und zwar im Lincoln Park. Das habe ich bestimmt, genau, sagen wir Lincoln Park. Im Lincoln Park ist der, 3 Kilometer lange Strecke, 2 Tage lang, aber ist pro, ich weiß nicht, wie das gemacht wird, aber das ist eine offizielle Info von einem Niantic-Mitarbeiter auf Reddit, pro Spieler nur ein Tag. Ist dann an beiden Tagen passiert da das Identische? Weil eigentlich hatten wir ja fettes Bühnenprogramm mit Livestream und so. Das würde irgendwie wenig Sinn ergeben, sagen wir mal, zweimal dieses Bühnenprogramm zu haben. Und es gab ja dann die fette Ankündigung, Lugia und Arctos und hast du nicht gesehen. Wird das dann an beiden Tagen also mal schauen? Ich habe schon von den ersten Leuten gelesen, unfair, dass man nicht an beiden Tagen kann. Und denke mir aber nur so, Niantic versucht eine Möglichkeit anzubieten, dass mehr Leute teilnehmen können. Und dann wollen Leute so gierig sein und an beiden Tagen kommen, anstatt dass sie das andere Ticket einem anderen Spieler gönnen. Aber genau, und das kostet aber. Und ohne Ticket, das wird man dann vermutlich wieder mit einem QR-Code oder so einlösen können, ohne Ticket wird es dort vor Ort die ganzen Boni nicht geben. Das heißt, nach Chicago würde ich vielleicht nicht ohne Ticket fahren, aber nach Dortmund definitiv, weil da gibt es ja sowieso kein Ticket. Genau, so viel mal dazu. Ich denke, beim GoFest wird man einen bisschen anderen Ansatz wählen als beim ersten Mal. Vor allem auch, weil es 2 Tage geht und an beiden Tagen offenbar circa dasselbe Programm sein soll. Also, jo, es soll sich mehr aufteilen, glaube ich, dass es auch mit dem Netz besser passt, etc. Weil wenn so viele Leute auf engstem Raum sind, funktioniert einfach nicht. Das merkt man immer wieder, wenn irgendwo eine Veranstaltung ist, ein Konzert oder was auch immer, wenn die dort keinen Telefonfunkmasten, was auch immer aufstellen, dann klappt das nicht. Und dann muss man sich mal vorstellen, bei einem Event, wo jeder eigentlich am Handy ist und das Internet verwendet, etc. So, dann natürlich die Frage, wer kommt da alle hin? Schilling, kommst du dorthin? Und so weiter. Also ich war ja zum Beispiel in Oberhausen als offizieller Gast, wurde ich dort eingeladen. Und da war ich praktisch Teil des Programms und jetzt haben mich einige gefragt, ob ich wieder zur Safari-Zone in Dortmund eingeladen wurde. Und die Sache ist, wer meine Videos dazu gesehen hat, zu Oberhausen, selbst wenn ich es wäre, rein hypothetisch, dann dürfte ich es jetzt nicht verraten. Das durfte ich ja in Oberhausen auch nicht und ich wusste schon viel früher, was da, wo, wie, was und hast du nicht gesehen? Also ich weiß noch nicht, ob ich dort sein werde. Wie gesagt, 9 Stunden, 9,5 Stunden Autofahrt und so weiter. Klar, Fliegen ist ein bisschen schneller. Und will aber dazu sagen,
unabhängig davon, ob ich kommen werde oder nicht. Ich fände es nicht sinnvoll, wenn jemand nur, das wird ja sowieso nicht sein, aber vielleicht, wer einen kürzeren Weg hat, wer nur hinkommt in der Hoffnung, mich zu treffen im Park, fände ich nicht sinnvoll. Also, wenn es dann so ist, dann sollte es ein kleiner Bonus sein, aber ich sollte nicht der Grund sein, warum da jemand antanzt und dann vielleicht die Enttäuschung, ah, Schilling, ich habe dich nicht gefunden. Jo, das mal diese Sache. Man merkt auf jeden Fall, Niantic ist noch immer ein bisschen so am Rumprobieren. Jetzt haben sie mal das Ganze mit den Malls gehabt, so wie das so ist. Gesponserte Arenen, gesponserte dies, das und fettes Event im Einkaufszentrum mit bisschen Shoppingvergnügen kombinieren. Und jetzt wird kooperiert direkt mit der gesamten Stadt Dortmund, mit einem gigantischen Park, also 70 Hektar. Diese Zahl kann man sich nicht so ganz vorstellen, aber wenn ich das so sehe von der Fläche her, der Stadtpark ist schon relativ groß und hier, der ist nochmal um einiges größer. Da bin ich echt schon gespannt, was die da so treiben. Dann wird es vielleicht, sehen sich das Ganze an, was hat besser funktioniert, GoFest 1, GoFest 2, in den Malls ein Event, eine Safari-Zone oder doch in einem Park und vielleicht irgendwann findet dann mal die Safari-Zone, ach so, das gab es ja eigentlich sowieso schon in so einer Düne, Totori oder so, aber eine echte Safari dann, genau. Naja, aber ansonsten denke ich mal, bin ich alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Ich werde jetzt mal schauen, ob in der Zwischenzeit, während ich gesprochen habe, mein Hytera 93 EV komplett hochgelevelt schon aus der Arena rausgekickt wurde oder ob ich da noch immer drin bin und ansonsten muss ich mich dann sowieso schon fertig machen und werde dann mal antanzen dort. Für mein nächstes Meftu fast gefangen, Fragezeichen, Rufzeichen. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.